Bertha begräbt ihre Träume von einer reichen Heirat und will selbst für ihren Unterhalt aufkommen. Sie nimmt eine Stelle als Gouvernante im Haushalt des vermögenden Barons Suttner in Wien an. Der Sommersitz der Familie Suttner ist Schloss Harmansdorf im Waldviertel. Bertha ist für die Erziehung der 4 Töchter verantwortlich. Auch der 23-jährige Sohn Arthur, ein Jus-Student, lebt noch im Haushalt und verbringt vor allem die Ferienmonate mit der Familie. Bertha fühlt sich in seiner Gegenwart besonders wohl. Im Zimmer war es gleich noch einmal so hell und so warm, wenn er eintrat. Das will nicht sagen, dass ich mich auf den ersten Blick in ihn verliebte. Bertha lernt zum ersten Mal ein Familienleben kennen. Sie wird nicht wie eine Bedienstete behandelt, weil sie, als Gräfin, eigentlich über den Baronen Suttner steht. Immer stärker fühlt sie sich zu Arthur hingezogen und in einem dieser Sommer ist es dann soweit. Sie verliebt sich in den 7 Jahre jüngeren Sohn der Familie. Die beiden kommen einander heimlich näher. Die 4 Mädchen haben das kaschiert vor den Eltern. Die haben alle zusammengehalten, um den Arthur zu schützen, aber auch die Bertha, mit der sie sich gut verstanden haben. So ist es eine Zeit lang gegangen, dann ist es aufgefallen. Natürlich musste sie das Haus verlassen. Also sie hatte ja praktisch diesen Knaben verführt. Sie saß praktisch auf der Straße und was tut sie? Sie schaut die Stellenanzeigen in der Zeitung an, um sich eine neue Stelle zu suchen. Sie denkt gar nicht dran, zur Mutter zurückzugehen. Sie bleibt selbstständig. Sie findet die Annonce eines älteren Herrn aus Paris, der eine sprachkundige Sekretärin sucht und bewirbt sich. Wir tauschten mehrere Briefe aus. Er schrieb geistvoll und witzig, doch in einem schwermütigen Ton. Es handelt sich um den weltberühmten Erfinder Alfred Nobel. Zunächst erfolglos hatte er jahrelang mit Nitroglycerin als Sprengstoff experimentiert. Einer seiner Brüder kam dabei ums Leben. Schließlich entdeckte er, wie man durch Beimischung verschiedener Substanzen einen gefahrlos lagerbaren Sprengstoff herstellen konnte. Das Dynamit war erfunden. Der Unternehmer wird durch das Patent zum schwerreichen Mann. Weltweit besitzt er über 90 Fabriken. Nach einem längeren Briefwechsel mit Nobel nimmt Bertha Abschied von Arthur und tritt die Stelle in Paris an. Im konservativ-katholischen Österreich des 19. Jahrhunderts ist dieser Schritt für eine Frau ihres Standes ziemlich gewagt. Sicher anrüchig war dann die Stellung beim Nobel. Der Nobel war nicht verheiratet und sie ist als damals gegen 30, aber doch noch jung und heiratbar, allein auf eine Anzeige nach Paris zum Nobel. Damit, würde ich sagen, hat sie in der Familie keine Freundschaft gemacht. Alfred Nobel ist sehr angetan von Bertha Comtesse Kinski und sie ist beeindruckt vom umfassend gebildeten, philosophierenden Erfinder. Er holt sie täglich vom Hotel ab, in dem sie wohnt, weil sein Haus in der Rue Malakoff noch nicht fertig umgebaut ist. Die beiden empfinden einander als Seelenverwandte. Offiziell war es nie mehr, auch wenn die Gerüchte nicht verstummten. Man hat immer behauptet in der Familie, dass also die Freundschaft zwischen Nobel und Tante Bertha, also ein bisschen mehr als nur eine professionelle Freundschaft war. Und sie haben also gewisse Neigungen gegenüber beiden gehabt, nicht wahr? Es ist auch die Zeit neuer Ideen. Charles Darwin hat mit seinem Buch über die Entstehung der Arten großes Aufsehen erregt. Er ist anfangs überzeugt, dass sich die Menschheit durch natürliche Auslese auch moralisch zum Guten entwickelt. Dynamitfabrikant Alfred Nobel ist skeptischer. Seiner Ansicht nach können Kriege nur durch Massenvernichtungswaffen abgeschafft werden, weil man damit die Menschen zum Frieden zwinge.
Zum ersten Mal setzt sich auch Bertha mit solchen Gedanken auseinander. Sie ist fasziniert von Nobel, aber sie kann auch Arthur, der ihr regelmäßig Briefe schreibt, nicht vergessen. Sie telegrafiert ihrer Mutter, dass sie nach Wien zurückkehren wird. Hals über Kopf verlässt sie Paris. Arthur und sie wollen heiraten. Die Familie Suttner darf davon nichts erfahren, da sie der Ehe nie zugestimmt hätte. In St. Egid in Gumpendorf, einer Wiener Vorstadtkirche, wird das Aufgebot bestellt, damit niemand aus der Verwandtschaft etwas davon erfährt. Am 12. Juni 1876 heiraten Bertha und Arthur, bereits in Reisekleidung. Sie sind entschlossen, alle familiären Bindungen zu lösen und im Ausland ein neues gemeinsames Leben zu beginnen. Sie brechen auf in Richtung Osten. Für Arthur ist es die erste große Reise überhaupt. Zuerst geht es mit der Eisenbahn ans Schwarze Meer, dann mit dem Schiff in die georgische Hafenstadt Batumi.